Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen vor Gericht. Ich habe leider keine Perücke, habe ich noch nicht. Habe ich letztens, habe ich gestern schon in der Instagram-Story erzählt. Ich habe leider Gottes ein bisschen gepennt beim Kauf des der Robe. Aber die Robe ist da. Wir gehen quasi schön rein. Wir haben auch hier Ruhe im Gerichtssaal, Freunde der Sonne. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir müssen uns erstmal mit den grundlegenden Regeln auseinandersetzen. Und dazu müssen wir uns heute erstmal ein bisschen unterhalten. Wir müssen ja erstmal, das Schöffengericht-Chat muss ja auch Bescheid wissen. Meine Damen und Herren, wir öffnen Dokumente. Wir öffnen Dokumente und wir öffnen den Strafenkatalog. Denn nicht nur ich entscheide hier Dinge, sondern auch Chat entscheidet hier Dinge. Deshalb gucken wir uns jetzt erstmal die Guidelines an, wie Menschen hier ihre Sachen einreichen müssen. Weil, wenn die Sachen nicht richtig eingereicht werden, wird das natürlich gleich abgewunken und nicht durchgewunken und von LFM gleich weggeballert. So. Dazu, meine Damen und Herren, müssen wir erstmal ganz kurz ins Büro. Nee, wir müssen ins Büro. Okay. Willkommen in meinem Büro-Chat. Nehmt Platz. Ich habe da für euch mal was eingerichtet. Ihr könnt euch da schön hinsetzen. Und dann gehen wir das hier mal ganz kurz durch. Ja? Damit ihr auch gleich mal Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Leider Gottes haben wir ja nicht so einen großen Projektor. Mein Büro ist noch klein. So viel Geld hatte ich nicht. Ich konnte nicht so ein ganz großes nehmen. Ja? Aber lesen wir uns doch mal ganz kurz die Guidelines durch. Ja? Es gibt nämlich Reporting Guidelines. Und die müssen eingehalten werden. Ansonsten wird die Klage nicht verarbeitet. Pro Rennen können maximal 2 Reports eingereicht werden. Dies ist nach einer kurzen Cooldown-Phase bis spätestens 72 Stunden nach Rennende möglich. Elementarer Bestandteil eines Reports ist natürlich das Beweisvideo von der jeweiligen Situation. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. Ruhe im Saal. Ruhe im Saal. Psst. Ruhe im Saal. Um uns eine möglichst effiziente Bearbeitung und faire Beurteilung zu ermöglichen, müssen für einen gültigen Report folgende Punkte berücksichtigt werden. Herr Stuhlsen, auf die stille Treppe. Auf die stille Treppe da hinten. Oh, Stoßen, kannst du kurz meinen Titel bearbeiten und eventuell auf Assetto Corsa switchen? Es muss ein eigens für den Report erstelltes Video auf einer Videoplattform, zum Beispiel YouTube, hochgeladen und im Reportformular verlinkt werden. Die Sichtbarkeit des Videos sollte möglichst auf nicht gelistet eingestellt werden. Prüft bitte in einem privaten Browserfenster, ob der Link zum Video funktioniert. Links zu YouTube, Twitch, Streams oder Uploads von ACC-Replay-Dateien werden nicht akzeptiert. Die Situation ist in einem einzelnen Video zu zeigen. Das heißt, es darf pro Report nur ein Videolink angegeben werden. Das hat unter anderem Fahrerplatzierung, Gas- beziehungsweise Bremspedaleingaben muss zu jeder Zeit eingeblendet sein. Es muss im Video vollständig sichtbar sowie lesbar sein. Sollte bei Ultra-Wide- oder Triple-Screen-Monitor-Setups die Übersicht mit den Fahrzeugplatzierungen aufgrund des Aufnahmeformats nicht zu sehen sein, muss dieses zwingend zu Beginn des Videos über Tab-Taste kurz eingeblendet werden. Das Geschehen ist grundsätzlich immer aus beiden Perspektiven zu zeigen. Zuerst aus Sicht des Fahrers, welcher den Report einreicht, danach aus Sicht des Fahrers, dessen Verhalten reported wird. Chat, aufpassen, das ist wichtig. Ihr seid hier die Jury. Ich erwarte von euch hier ganz, ganz, ganz große Mitarbeit. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt... Ruhe im Saal! Raus, peace, to be. Batzen, Ruhe! Ich möchte eine eilige Meldung loswerden. Ich bin schon 14 Monate hier im Puff gefangen gegen meinen Willen. Die Schematze.
Es muss zwingend die Verfolger- oder Helikopterkamera gewählt werden. Und das ist absolut alles klausurrelevant. Sollten Lenkeingaben eine Rolle spielen und oder absichtliches Verhalten unterstellt werden, ist die Situation neben der Außenansicht zusätzlich aus der Cockpit-Ansicht mit sichtbarem Lenkrad zu zeigen. Falls in strittigen Fällen die zusätzliche Cockpit-Perspektive fehlt, entscheiden wir im Zweifel für den Angeklagten. Mitschreiben. Das Video sollte eine Gesamtlänge von 3 Minuten nicht überschreiten. Die Wiedergabegeschwindigkeit des Replays bitte auf Original. Einmal Originalgeschwindigkeit lassen. Sollten längere Situationen zu bewerten sein, ignoring blue flags, kann die Replay-Wiedergabegeschwindigkeit erhöht werden. Beispiel Report-Video. Gucken wir uns nicht an, wir brauchen keine Beispiele, wir gucken gleich. Neben dem Beweisvideo bitten wir auch im Kommentarfeld des Report-Formulars das Geschehen aus eurer Sicht kurz und sachlich zu beschreiben. Dies erleichtert es uns, sich in die Situation hereinzuversetzen und die Zusammenhänge besser zu verstehen, die vielleicht nicht im Video zu sehen sind. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die Bearbeitung von Reports einen nicht unerheblichen Zeitaufwand für uns darstellt. Richtig! In meiner Arbeitszeit setze ich mich hin hier und mache das mit meinem Chat. Und mein Chat hat in seiner Freizeit noch zu tun, darüber zu richten. Kurz und knackig. Habt daher bitte Verständnis, dass wir Reports ablehnen werden, wenn die oben genannten Punkte nicht beachtet werden. Und das machen wir hier knallhart. Hier wird alles abgelehnt, was nicht regelkonform eingereicht wird. Gleichzeitig sind wir dankbar über alle ordentlichen eingereichten Reports, welche auch einen Beitrag leisten, dass unsere Rennen möglichst sauber verlaufen. Chat, wir müssen ganz kurz zurück Danke in den Saal. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Moment. Und in diesem Sinne sage ich jetzt weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Richterin Nils Salesch macht keiner was vor. So sieht's aus. Und Schöffengericht, Chat auch nicht. Zurück ins Büro. Wir haben hier nochmal den Strafenkatalog. Ist auch ganz wichtig. Habt ihr euch das jetzt mitgeschrieben, wie das eingereicht werden muss? Habt ihr euch das mitgeschrieben? Ich frage das ab. Chat, wie lang darf maximal ein Video sein? Klausurrelevant. A. Bis zur Unendlichkeit. B. 1,5 Minuten. C. 3 Minuten. Sehr gut, Chat. Aufgepasst. Großartig. Und was ist, wenn man längere Situationen... Was ist, wenn man längere Situationen beobachten muss? Zum Beispiel under blue flag? Was ist dann? Das ist hier LFM-Strafgesetzbuch-Chat. Das muss gewusst werden. Hier, get stomped by. Time erhöhen. Absolut nicht. Raus aus dem Saal. Stuhlsen. Get stomped by. 2 Minuten ruhige Treppe. Wo sind die Ordner? Raus. Raus aus dem Saal. 2 Minuten. Erstens, Abzug von 40 Elo-Punkten. Nutzen des Ingame-Chats während des Qualifyings oder des Rennens. Der Hammer ist aus Holz. Das ist Mahagoni. Das habe ich mir von eurem Subgeld gekauft, Chat. Dafür habt ihr hier rein. Für solche Sachen. Edle hölzische Hämmerchens. Punkt 2. Abzug von 40 Elo-Punkten und 2 Safety-Rating. Ignorieren oder verteidigen unter blauer Flagge. Moving under braking. Ganz wichtiges Thema. Ignorieren von gelben Flaggen mit Unfallfolge. Zum Beispiel auffahren in ein verunfalltes Auto. Abzug von 60 Elo-Punkten und 0,3 Safety-Rating. Beeinträchtigung eines aus der Boxengasse fahrenden Auto mit Unfallfolge. Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. Rücksichtsloses Verhalten im Qualifying.
absichtliches Abdrängen eines Fahrers von der Strecke. Abzug von 80 Elo-Punkten und 0,4 Safety Rating. Rücksichtsloses Zurückkehren auf die Strecke mit Unfallfolge. Verursachen von Unfällen in Lap 1. Der Dude, der nicht reportet, spielt Richter. Na, mal schauen. Ich muss nicht reporten. Ich habe keine großen Unfälle, die relevant sind, um zu reporten. Ich habe in meiner Freizeit Besseres zu tun, als ein Video aufzunehmen von 3 Minuten Länge. Um zu zeigen, wie jemand aus Versehen mich reingefahren ist, weil er sich ganz kurz mal verschätzt hat. Auf der Bremse. Braucht man nicht. Mehr ist mir noch nicht passiert. In all den 50 Rennen. Hm. Weiter geht's. Permanenter Ausschluss haben wir noch nicht. 72 Stunden Ausschluss, 80 Elo-Punkte und 0,4 Safety-Rating. Das ist ja immer meine angestrebte Strafe. Das ist mein Ziel. Chat, da müssen wir immer drauf hinarbeiten. Wir müssen die Details finden. Das ist ganz wichtig. Punkt 5, 72 Stunden Ausschluss. Absichtliches Verursachen eines Unfalls. Wir müssen allen Absicht unterstellen. Allen. Natürlich nicht. Verursachen eines Massencrashes bei Rennstart. Ganz gefährlich, kommt häufiger vor. Unsportliches Verhalten. Off-Track überholen, Schilder absichtlich umfahren und abkürzen. Oh oh. Oh. Zum Glück hat das bei mir noch nie einer reported. Zum Glück habe ich damit auch aufgehört. Ich hätte mir schon, wenn der Report für mich kommt, 72 Stunden Ausschluss. Scheiße, habe ich selber schon gemacht. Fuck. Minus 80 Elo-Punkte und 0,4 Safety-Rating. Oh-oh. Der Richter hat auch schon beschissen. Psst, Ruhe im Saal. Niemand hat das gehört. Permanenter Ausschluss. Diskriminierende oder rassistische Äußerung. Radikalisierende Äußerung jeglicher Art. Verbreitung von politischen oder theologischen Inhalten. Beleidigen eines Fahrers. Aufhebung möglich nach Rücksprache mit der Rennkommission. Diese vergebenen Strafen werden nicht im Nachhinein diskutiert. Jeder Fahrer erhält bei einer vergebenen Strafe eine sinnvolle Begründung. Sollte in kurzen Abständen wiederholt die gleichen Vergehen reported werden, behalten wir uns vor, das jegliches Strafmaß zu erhöhen. Gut. Habt ihr mitgeschrieben? Zu diesem Dokument kommen wir irgendwann wieder zurück. Ab in den Gerichtssaal. Chat. Fühlt ihr euch fit? Fühlt ihr euch fit? Habt ihr mitgeschrieben? Seid ihr geistig bereit zu richten? Dann gehen wir jetzt rein. Ich öffne den ersten Vorfall. Ich gehe in den Bereich. Ich gehe in den wichtigen Bereich. Scheiße, ich komme nicht in den wichtigen Bereich. Doch, jetzt. Warte, Moment. Ich lasse alle anderen Regularien lasse ich auf. Natürlich auch die Strafen, weil wir müssen richtig richten. Und dann gucken wir uns das jetzt an hier. So, meine Damen und Herren. Rein geht's in die Rico-Area. Wir versuchen, also, ich muss dazu sagen, ich muss das immer durchschauen. Ich muss das vorher kontrollieren. Weil ich darf keine Namen zeigen von den Leuten. Ne? Datenschutz und so. Wir gucken jetzt mal schnell. Also, ich kontrolliere das mal eben fix. Nicht wundern, dass ihr was hört. Mizi, es tut mir leid, aber ich muss hier richtern. Das ist ein sehr interessanter Report, Freunde der Sonne. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Report. Ich kontrolliere das gerade mal kurz gegen, dass wir auch völlig, dass wir da fein raus sind aus der Nummer. Moment. Wir müssen ja aufpassen, dass wir aus Datenschutzgründen Sachen verdecken. Das machen wir. Großartig. Dann können wir jetzt reingehen. Hier, der erste Fall, Chat.
Müsste eigentlich alles passen? Sollte alles passen? Yes, sir. Okay. Wir haben Porsche-Fahrer. Name unbekannt. Der Angeklagte, wir müssen nochmal zurück in den Gerichtssaal, Verzeihung. Wir müssen nochmal kurz in den Gerichtssaal. Wir müssen ja die Anklageschrift vorlesen. Was ist das hier vor Gericht? Was ist das hier für ein Eiertanz? Also, hier wurde angeklagt, Moving in the Breaking Zone. Die Nachricht dazu, die uns helfen soll, das Ganze zu verstehen. He just turned in on me. Das ist alles, was wir jetzt erfahren haben, um diesen Sachverhalt zu verstehen. So, meine Damen und Herren, ich habe das ja gerade schon mal einmal ganz kurz durchgeseppert, ja? Wir gehen da jetzt nochmal rein. Wir gehen da jetzt rein. Wir haben jetzt hier folgenden Sachverhalt. Porsche-Fahrer. Ja? Ich spiele das einfach mal kurz ab. Ihr könnt euch das jetzt angucken. Ich lasse mal laufen. Der Porsche. Der Porsche-Fahrer klagt den Audi-Fahrer an. Der Porsche-Fahrer klagt den Audi-Fahrer an. Also, der MINT-Farbene klagt den. Der MINT-Farbene klagt den Audi an. So. Jetzt ist Folgendes wichtig. Hat der Audi-Fahrer gelenkt? Wir müssen noch mal ins Auto rein. Wir müssen noch ein Stück vor. Ja, jetzt gucken wir hier mal schnell. Hat der Audi-Fahrer gelenkt, ist hier die wichtige Frage. Nicht wirklich. Der Audi-Fahrer ist also auf der Bremse durchs Curb gerutscht. Jetzt zieht er nicht rein. Das ist die Bremse. Achtet auf die Bremse. Könnt ihr die Bremse sehen, ja, ne? Der stiefelt in die Bremse und rutscht dann weg. Was ist seine Bremsverlauf? 62. Ha. Huh. Gucken wir nochmal von vorne. Können wir hier die Geschwindigkeiten ändern? Nee. Gut. Ich finde das, also ich persönlich finde das sehr interessant, dass der Porsche einfach straight seine Linie behält. Und auch nicht wirklich zurückziehen möchte, sondern volle Esse mit drin hält. Das finde ich persönlich sehr interessant.
Ich habe mein Urteil gefällt. Ich bin gespannt. Lasst uns mal darüber reden. Also warum sollte der Porsche-Fahrer das jetzt anklagen? Wir fragen jetzt einfach mal, warum sollte der Porsche-Fahrer jetzt in diesem Moment den Audi anklagen? Warum? Wir gehen noch nicht aufs Urteil. Wir gehen noch nicht aufs Urteil. So weit sind wir noch nicht. Noch nicht ins Urteil. Das klingt sehr gut, was Mike geschrieben hat. Das haben auch davor schon ein paar Leute geschrieben, weil er denkt, dass der Audi ohne Rücksicht auf ihn in die Kurve eingelenkt hat. Das ist richtig. Wie? Das ist richtig, das stimmt. Also würde ich auch sagen, dass das daher kommt. Wie hätte man das vermeiden können? Das frage ich jetzt mal als nächstes. Wie hätte man das vermeiden können? Jury? Sprich, Jury. Sprich vor. Man hätte zum Beispiel, weil das ja auch von einigen jetzt schon gesagt wird. Wir gehen jetzt mal kurz hier wieder auf die Eingaben. Achtet mal auf die Eingaben beim Porsche. Okay, wir müssen mal kurz rausfinden, wie früh der bremst. Der bremst schon relativ früh. Aber was man hätte machen können, nur mal als Beispiel. Es ist immer noch ein Positionskampf. Davon mal abgesehen. Also sie kämpfen beide um eine Position. Das ist schon mal Fakt. Das kann ich sehen, ihr nicht, aufgrund der Namen. Okay? Der Porsche hätte auf der Geraden nochmal die Linie wechseln können. Also ich gehe mal davon aus, wir sehen jetzt nicht das ganze Video. Ich schätze mal, dass der Porsche die Linie nicht gewechselt hat, weil er auf der relativ weit linken Seite schon ist. Also hätte der Porsche zumachen können, links, und hätte dahin fahren können, wo der Audi fährt, und hätte den Audi rübergezogen auf die andere Seite. Hätte dem Audi noch wieder ein bisschen Geschwindigkeit genommen. Und dann hätte er die sichere Linie gehabt. Hier aber an der Stelle, als er sich dazu entschlossen hat, den Audi vorbeizulassen, weil er seine Linie straight hält, hätte er ab diesem Punkt schon früher bremsen sollen. Weil der Audi ist schon vorne. Der ist durch. Und das ist nicht mehr derselbe Bremspunkt an dieser Stelle. Der Bremspunkt für den Porsche hat sich in dem Moment verschoben, wo der Audi nach links gegangen ist. Das heißt, hier an diesem Punkt, wenn wir auf den Bremspunkt von den Porsche gehen, ist schon klar, dass das ein Unfall wird. Weil an keiner Stelle der Welt wird der Audi über die Außenbahn das noch wegbremsen können, sondern der Audi hat auch seinen normalen, idealen Bremspunkt genommen und der Porsche ein bisschen weiter hinten, also nicht viel mehr weiter hinten, ein bisschen weiter hinten und sie wären so oder so in sich reingefahren. Also mal davon ab, dass der Porsche hätte aus, ja, wie sagt man das, aus Kulanz oder Rücksicht oder das gemeinsame Rennfahren schon hätte noch wieder rüberfahren können. Also sich ein bisschen rüber bewegen, um sich Raum zu geben, weil hier ist genug Raum, weil den Platz hat er so oder so schon verloren an der Stelle. Außer natürlich, er möchte da jetzt volle Esse rinknallen, kann er auch machen, aber dann müssen sich beide miteinander verstehen, was oft nicht der Fall ist. Für mich an dieser Stelle ist der Audi nicht weiter zu belangen. Aber dazu werden wir uns gleich nochmal ganz kurz ins Büro begeben und einfach mal schauen, ob hier irgendwas vom Strafenkatalog eventuell eintreten würde. Also, Beratung. Merkel war schuld. Ich sehe nichts, was wir in dem Katalog anwenden könnten auf diesen Fall.
Also es war weder Moving Under Breaking, also nein, Moving Under Breaking wäre ja, wenn der Audi jetzt quasi vorhin gegangen wäre und dann einfach ringezogen hätte. Und das ist auch nicht der Fall. Beeinträchtigung der Boxengasse fällt auch alles raus. Rücksichtsloses Verhalten fällt auch aus. Absichtliches Abdrängen eines Fahrers von der Strecke würde ich jetzt auch nicht sagen, weil der Audi ist halt durch das Anbremsen auf den Curb zur Unruhe gekommen und ist dann sozusagen abgeflogen. Also ich würde das als Rennunfall absegnen und keine weiteren Strafen dafür aussprechen. So. Jetzt ist aber die Frage, was sagt denn die Jury dazu? Sind wir uns da einig? Würde das jemand ahnden oder nicht? Machen wir ein Strawpoll auf. Möchte die Jury sich nochmal zurückziehen ins Büro und sich dann nochmal drüber unterhalten? Wollen wir das nochmal via Strawpoll klären? Habe ich schon? Gut. Die Gerichtsaufseher haben eine Abstimmung geöffnet. Gehen Sie rein. Kommen Sie doch mal mit ins Büro. Beraten Sie sich bitte nochmal. Ich kann die leider nicht einsehen, die Abstimmung. Da muss mir dann mal einer von den Gerichtshelfern kurz Bescheid geben, was das Ergebnis war. Und dann werden wir da wohl mal das Endergebnis besprechen. Freispruch. 125 Menschen aus der Jury sind für Freispruch. Nicht schuldig. Nicht schuldig. Das Urteil wurde gesprochen von Judge Dizzy. Nicht schuldig. Audi-Frager freigesprochen. Safety-Rating gesaved. Elo alles in Ordnung. Wir werden das Urteil nun niederschreiben. Aber niederschreiben kann ich euch nicht zeigen, weil dann seht ihr Namen. Und Namen dürfen wir nicht. Also, Fall 1 durch. Judgment. No further actions. Jetzt müssen wir da natürlich auch noch eine clevere Nachricht zuschreiben. Das Ganze wäre natürlich gut in Deutsch und Englisch. Die Begründung dazu wäre, dass der Audi-Fahrer, der von außen reingefahren ist, aufgrund des Anbremsens auf dem Curb zur Unruhe gekommen ist und sie dadurch eine Kollision, dass dadurch eine Kollision verursacht wurde. Du machen so, der Audi machen so, Rennunfall. Hello, this is a clever message. Habe ich schon vorbereitet. Nein, absolut nicht. Aber was mir sehr gut gefallen hat, Moment, das habe ich hier von Scarab gesehen. He didn't steer into you. He just lost his car on the curb. Das klingt sehr gut. Das gefällt mir. Ich glaube, das werde ich von der Jury einfach klauen. Weil wir werden hier weiterhin individuelle Texte schreiben, nicht vorgefertigte Texte, weil wir wollen das hier gemeinsam zelebrieren. Deswegen klaue ich jetzt von Scarab, der scheinbar von der Jury einfach mal die Eier hatte, hier einen Text zu schreiben. Und das haben wir dann auch hingeschrieben. Dann schreiben wir das noch auf Deutsch. Der Unfall wurde nicht vorsichtlich. Nee, sagt man vorsichtlich? Wie sagt man denn dazu? Wie heißt das? Nicht vorsichtig. Wie sagt Chat, ich brauche Hilfe. Vorsätzlich. Der Unfall wurde nicht vorsätzlich vom Audi provoziert. Denn er hat beim Anbremsen das Auto
auf dem Curb verloren. Punkt. Judgment, Chat. Das war unser erster, das war unser erstes Gerichtsurteil, was wir jetzt gefällt haben. Es ist jetzt raus. Are you sure? Yes, I am. Yes, I am. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. Was haben wir hier? 42, die Antwort auf alle Fragen. Dann muss ich nun wohl aufhören mit Subben Kappa. Chat, ich muss gleich mal was anmerken. So, und jetzt, Chat, ich muss gleich was anmerken. Okay, ich muss hier, ich muss kurz was gucken. Ich möchte euch das zeigen. Das ist super wichtig. Es ist einfach super wichtig. Und wisst ihr auch warum? Moment. Mietzi, ich darf nichts spoilern. Das heißt, du darfst nicht auf der Mäuse rumtanzen. Und zwar haben wir nämlich schon wieder folgendes Problem. Passt mal auf. So. Und dann dürft ihr mir nämlich gleich mal sagen, was das hier wird. Da brauchen wir auch schon wieder gar nicht. Da brauchen wir nicht in den Raum gehen und uns unterhalten. Wir müssen uns im Büro nicht über diesen Vorfall unterhalten. Wisst ihr auch warum? Guckt euch die Scheiße mal an. So, und da frage ich euch, Klausurtest, was ist an diesem Video falsch? Was ist an diesem Video falsch? Hm? Was ist an diesem Video falsch? Die Luftdrücke. Unter anderem sind auch die Luftdrücke falsch. Das ist richtig, ja. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein. Ruhe im Saal. Psst. Psst. Ruhe. Die Kamera. Ruhe. Auch ein guter Vorschlag, aber Ruhe. Psst, psst, psst. Dieses Video ist unfassbare 42 Minuten. Stimmt gar nicht. 44 Minuten und 52 Sekunden lang. Was haben wir gelesen in dem Stück Papier? Wie lang darf ein Video sein? Wie lang darf ein Video sein? 3 Minuten. Richtig. Soll ich mir jetzt 44 Minuten dieses Rennen angucken? Abgelehnt. No further actions. Reporting Guidelines lesen. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Willst du mich verarschen? Steht schwarz auf weiß da für... Wirklich, es steht dort geschrieben. Wenn du einen Report machen möchtest, dann gib dir wenigstens die Mühe und lest die Reporting Guidelines. Raus. Abgelehnt. Urteil gesprochen. No further actions. Eigentlich müssten wir da gleich mal einen Monat bannen. Fertig. Please read the Reporting Guidelines. Bitte erkundige dich vor deinem nächsten Report, wie man einen Report einreicht. Punkt. Chat. Das geht heute reibungslos mit euch. 2 Fälle schon bearbeitet. Safe. Sind Sie wirklich sure? Yes. Raus. Nächster. Muss ich mir kurz angucken, Chat? Muss ich schauen, wie das Format aussieht? Können wir leider nicht machen. Hat einen Name-Tag. Da sieht man den Namen. Also diesen Report, merkt euch mal bitte, Report 1 können wir nicht bearbeiten. Was ist hier? Oh, den habe ich gestern schon gesehen. So, jetzt kommt aber jetzt mal ganz kurze Frage in den Gerichtssaal. Welches Auto ist das? Kann das schon jemand raushören, welches Auto das ist?
Lukas hat's richtig. Lukas hat's einfach richtig gemacht. So. Wir gehen jetzt mal kurz durch. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich lese euch mal ganz kurz die Anklagevorschrift vor. Ja? Er war sehr übermütig, das ganze Rennen, wie ich hörte, nach seinem Glück beim Start mit dem Crash. Hier zieht er ohne Rücksicht rein. Rejoining the track in unsafe manner after a crash mistake. Ich lese das nochmal vor, die Anklageschrift. Ja? Er war sehr übermütig, das ganze Rennen, wie ich hörte, nach seinem Glück beim Start mit dem Crash. Gut. Also ist es schon mal wieder auffällig gewesen. Wir haben dafür aber keine Beweise. Wir haben keine Beweise dafür, dass das ganze Rennen so war. Ich muss das jetzt kurz kontrollieren, dass wir hier safe sind, weil wir wollen ja keine Namen teasern und spoilern. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal so machen. Und dann gucken wir uns den Vorfall mal kurz an. Ja? Also, wir gehen rein. Keine Namen sind da. Gut. Also, schauen wir mal kurz. Ist übrigens ein Bentley. Wo kam der jetzt her? Mich wundert es nur ein bisschen, dass er nicht Yeet geschrieben hat. Yeet! Okay, gucken wir uns das nochmal von außen an. Oh, das war aber Zuckerli. Er wäre also... Ich muss ganz kurz, entschuldigen bitte, wir müssen nochmal zurück in den Saal. Ihr könnt kurz mal die Beweise nicht sehen. Ich muss gerade erstmal gucken, wer hier wen reportet, ja? Okay. Okay. So, zurück in den Saal. Nee, oh Gott, nein! Okay, keiner was gesehen. Nicht schlimm. Also der Bentley hat den Porsche-Fahrer reportet. Das ist eine Bildschirmaufnahme, kein Replay. Hä? Er ist doch im Replay-Menü drin. Natürlich ist das ein Replay. Hier wird nicht schon wieder Verfahrensfehler angeheftet. Also ich sag mal so, das ist eigentlich schon offensichtlich, was hier passiert. Er holt das Auto wieder zurück. Hat er eigentlich kein... Also... also ich sag mal so, unsafer geht's ja schon gar nicht mehr, oder? Also... Mich wundert's, dass er ihn nicht reportet hat. Gut, Chat, wir müssen zurück in den Saal. Lass uns hier kurz vorbereiten. Moment. Strafenkatalog ist offen, Chat. Danke an euch Büro. Alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. Schuldig im Sinne der Abo-Falle. Die Zewigel. Shh. Ruhe im Saal. Psst. Shh. Shh.
Entschuldigung, wir müssen zurück. Verzeihung, wir müssen ins Büro. Wir müssen ins Büro. Jury. Was ist es denn? Jetzt ist es wieder klein. Entschuldigung, für alte Menschen, ich mache ein bisschen größer, Verzeihung. Was ist es denn? Hm? Scheiterhaufen. Klingt gut. Klingt gut, bin ich fast dabei. Vier A. 80 Elo-Punkte und 0,4 SA. Ich muss ganz ehrlich sagen, also da gehe ich nicht ganz so konform mit. Ich wäre hier. Ich wäre schon. Ich wäre schon hier. Also, wenn es nach mir geht, nach Richter Graulocke, wären wir hier. Jury. Da würde ich sitzen. Aber zum Glück haben wir ja auch noch eine Jury. Ja? Zum Glück haben wir. Ich muss kurz mit der Begründung. Na, ist schon ein absichtliches Verursachen eines Unfalls. Vier A. Seid ihr wirklich so weich? Ja? Das finde ich gut. Weil bei mir ist nämlich Härte angesagt. Und wenn ihr weich seid, dann gleichen wir uns aus. Weil hart und weich zusammen ist Schmackofatz. Ihr habt noch ein Herz. Chat, das ist verfickte gespielte Härte eines Richters. Natürlich ist es 4A. Jetzt spielt doch mal mit. Verdammt, noch eins. Natürlich ist es 4A. Rücksichtslos zurückkehren auf die Strecke, das weiß doch jeder. Aber man kann die doch verdammte Scheiße auch noch mal ein bisschen Mutmaßung unterstellen, oder nicht? Was ist das hier? Das ist doch jetzt hier keine Schmuseveranstaltung. Wir sind hier vor Gericht. Zurück in den Saal. Ich denke, wir haben das entschieden. 80 Edelpunkte. Und Safety Rating abgezogen, kriegst du. Ich richte einen Ring gedurbelt. Voller Esse. So, was haben wir hier? Minus 80 und minus 4 Safety Rating. Ja, auf jeden. Unsicheres Zurückkehren auf die Strecke. Beim nächsten Mal einen Blick in die Spiegel, Komma, wenn diese nicht vorhanden sind, dann bitte das Radar benutzen. Punkt. Unsafe rejoin. Please use your mirrors in the car or the radar for an overview before joining back into the race. Ja. Gut. Wir wollen ja auch mal ein paar Tipps geben, nicht wahr? Wobei ich mir ziemlich sicher bin, wir können das auch auf Deutsch machen. Das ist, glaube ich, hier kein Problem.
Der Reporter bekommt eine Mahnnachricht? Nee. Die kriegt ja der Gegner, der das verursacht hat. Diese Nachricht kommt ja quasi, die bekommt ja derjenige, der einen auf den Deckel kriegt. Kenne ich mich mit gut aus, habe letztens schon zwei gehabt davon. Safe. Sind Sie sicher? Yes. Weg. Next. So, was haben wir denn? Rejoining the track in unsafe manner. Aha. Was haben wir denn hier? Message. Unfallverursacher ist von der Strecke abgekommen und ist off-track voll auf dem Gas geblieben und hat mich daher voll erwischt. Okay. Müssen wir gucken, ob wir uns das ansehen können im Stream? Heide Witzka, 12 FPS, da sind wir dabei. Oh, okay, ich muss das kurz gegenchecken, ob alles abgedeckt ist. Wir müssen ja hier Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Momentski. Jetzt gehen wir nach da. Ja, ja, so ist gut. Ja, warte. Machen wir mal kurz hier. Ja. Ich muss das nämlich immer vorher kontrollieren, weil wir dürfen keine Namen liegen, Chat. Das dauert also immer einen kleinen Moment, aber ne? Sie wissen Bescheid. So, meine Damen und Herren. Ab in den nächsten Fall. Anklageschrift wurde verlesen. Let's go. Wir gehen rein. Mietzi, bitte. Dankeschön, Dennis. Dennis stellt hier gerade die richtige Frage. Woher wissen wir, dass der Aston voll auf dem Gas steht? Wir brauchen das gar nicht. Also ich sag's euch so, wie es ist. Ganz fitzige Spitzfingers würden hier einfach mal ganz klar Verfahrensfehler reindonnern. Und ganz ehrlich, in diesem Format werde ich Verfahrensfehler reindonnern, wenn es Verfahrensfehler sind. Weil Menschen sollen endlich verfickte Scheiße sich merken, wenn sie reporten, sollen sie richtig reporten. Weil reporten ist nämlich auch ein bisschen Arbeit. Und nicht nur labidalen geschissene Videos wie das hier. Und das tut mir wirklich leid, das ist labidar. Ich kann weder, oder wir jetzt in dem Fall, können wir weder den Aston einsehen, was der für eine Pedaleingaben hat, noch bringt mir diese 30 Sekunden... Bringt mir hier gar nichts. Ich kann nichts sehen. Abgelehnt. No further actions. Also wir können jetzt gerne, pass auf, was wir machen können, was wahrscheinlich der BMW jetzt sich denkt. Wir können jetzt hier in 3,25 Pixel, 538p, jetzt sei mal dahingestellt, ob der BMW-Fahrer das machen kann oder nicht. Also, ob er jetzt einen guten Computer hat oder nicht. Aber ich kann mir nicht aus dem Arsch leiern. Also erstmal steht er kurz auf der Bremse. Ich kann mir nicht aus dem Arsch leiern, ob er auf der Bremse steht oder nicht. Kann ich mir nicht aus dem Arsch leiern. Kann ich nicht sehen. So, und wenn, also davon mal abgesehen, wenn man das jetzt bewerten sollte, wäre das einfach ein Rennunfall. Weil da ist weder
siehst du hier, dass er einlenkt. Das kannst du auch immer noch nicht sehen. Aber ich würde auch an der Stelle würde ich sagen, dass das einfach ein Rennunfall ist und no further actions. Also ich würde nicht behaupten, dass das mit Absicht stattfindet. Aber bringt auch nichts. Also es bringt nichts, weil wir den Sachverhalt überhaupt nicht einsehen können. Abgelehnt. Also wirklich, wenn Menschen was reporten, dann reportet diesen Scheiß auch richtig. Und nicht so halbgar. Dafür gibt es diese Guidelines. Lest die Guidelines, hältst du dich nicht an die Guidelines, wird das Ding durchgewunken. Und da bin ich nicht der Einzige. Abgelehnt. Weg. Kommt weg. So hart, wie es klingt. Tut mir leid, aber nee. No further actions. Bitte beim nächsten Report nochmal die Guidelines lesen. Punkt. Leider ist nicht ersichtlich, was beim Aston falsch gelaufen ist. Punkt. Müssen wir das auf Englisch machen? Please read a guidelines for reporting an incident. I can't. I can't see what Aston is doing. Alright. Einspruch, Strafe für den Reporter wegen überflüssigen Report. Würde ich auch feiern, kann ich aber nicht machen, Boris ist da. Kann ich leider nicht machen, Boris ist anwesend, sonst würde ich das tun. Nein, würde ich nicht tun, natürlich nicht. Boris, nein, ich missbrauche dein Vertrauen nicht, aber würde ich auch machen, ehrlich gesagt, mittlerweile. Nee, ich schreibe die Bewertung, ich schreibe das alles im Stream mit euch. Also ihr seht den ganzen Report-Vorgang. Ich schreibe auch die Texte, die an die Leute rausgehen. Aber ich schreibe jetzt nicht halbe Aufsätze. So, weg. Nächster. Causing a collision. Was haben wir denn hier? 34, okay, kann ich auch nicht angucken. Oh. Da ist aber jemand sehr fleißig. Schon der dritte Report? Nee. Moment, was haben wir hier? Aha. Ich muss kurz gegenchecken, Moment. Ist ein witziger Report? Ist wirklich ein witziger Report-Chat? Da haben wir sehr viel drüber zu sprechen. Darüber Danke werden wir wirklich alle. Sehr viel sprechen. Ich lese Support den Text vor, Anklageschrift. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidubi. 8 Monate schon in der Radar-Mausefalle, verdammt. Prexo. Ruhe im Saal, Prexo. Entschuldigung, Mozart. Ich lese vor, Punkt, weil der Name da drin stand. Bremst ungerechtfertigterweise in Kurve 5 in mich hinein und nimmt mich dadurch in der ersten Runde aus meinem Rennen im Mittelfeld. Freunde der Sonne, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr sexy Report. Dieser Report ist sehr sexy und über den werden wir auch ein bisschen reden. Rear-Ending in Break Zone. So. Jetzt passt mal auf, Freunde der Sonne. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Wirklich jetzt. Ich kontrolliere nochmal alles, ob wir das sehen können oder nicht, bevor wir vor Gericht gehen. Momentski. Jetzt sehen wir hier folgenden Sachverhalt, ihr wunderschönen Menschen. Jetzt sehen wir hier folgenden Sachverhalt. Erstens mal, tut mir leid, ihr könnt jetzt nichts sehen. Spielt aber auch keine Rolle, ist nicht von Relevanz. Also, guckt euch mal das erstmal. Wir gucken einfach erstmal durch. Okay, ich möchte ja hier die Jury nicht beeinflussen.
So, Jury, dann lass mal hören. Ich lasse noch mal laufen. Könnt ihr euch ja noch mal angucken. Mozart, also damit ich dir nicht dein kleines Katzenherz kaputt mache, kannst du runtergehen, weil ich muss gleich klopfen. Oh. Nein, warum ist das so groß? Moment. Ah, das ist so ein Pain in the Ass, ey. Entschuldigung, Chat. Moment. Das ist echt ein Pain in the Ass. Verzeihung. Danke. Hat gar keiner darauf geachtet. Ich glaube, den meisten ist das auch egal. Okay, so. Verfahrensfehler und tschüss. Ja, für mich. Der Richter ist entlassen. Verfahrensfehler. Gekündigt. Raus. Spaß beiseite, Chat. Spaß beiseite. Also, mal jetzt kurz einen Text zu dem ganzen Geschehen. Wenn der Fefe auf dem Stempel geblieben wäre und sich in die Kurve reingezogen hätte, wäre er durchgekommen. Dicke. Also der wäre dicke, dreimal wäre er um die Kurve gekommen. Also hätte er weiter eingelenkt und wäre hier raufgegangen, viel früher, also noch weiter rüber, wäre rumgekommen, wäre. Hätte Fahrradkette, wäre, hätte funktioniert. Am Ende des Tages, ob er zu spät gebremst hat, bin ich mir nicht mal sicher. Also er hat schon früh genug gebremst oder zumindest früh genug angefangen zu bremsen. Aber was er halt vergessen hat, ist, dass vor ihm Autos sind und dadurch das Bremsverhalten des Fahrzeuges nicht so ist wie sonst. Davon mal abgesehen. Ich würde jetzt auch mal so weit gehen. Ich würde mal so weit gehen und auch sagen, dass das nicht absichtlich ist. Würde ich so weit gehen. Ich würde auch nicht so weit gehen. Ich persönlich würde auch nicht so weit gehen und sagen, der Porsche-Fahrer hätte es unterbinden können. Und da geht es nicht um die Schuldfrage. Da geht es nicht um die Schuldfrage, ne? Es geht nur darum, hätte der Porsche etwas unterbinden können. Also indem er vielleicht noch weiter fährt und nicht so eng zumacht. Ne? Also hier geht es nicht um die Schuldfrage. Hätte er das vermeiden können? Selbst da bin ich mir nicht so sicher. Weil der ist schon sehr weit außen gefahren und hat Platz gelassen für ein Auto. Man hätte sagen können, du hättest noch weiter außen fahren können. Noch ein Stück. Aber es ist schwachsinnig, weil nebendran ist auch noch Platz. Es geht ja nur um hätte man das vermeiden können. Hätte man nicht. Für den Ferrari ist auf jeden Fall ganz klar, der muss auf jeden Fall nochmal sich mit sich selber unterhalten, ob er weiß, was passiert, wenn Autos vor ihm sind. Weil, wie gesagt, der Bremspunkt war okay. Er hat hier angefangen zu bremsen, was vollkommen legitim ist. Normalerweise, glaube ich, bist du hier irgendwo auf dem Stempel, wenn ich das so recht äh,
recht in Erinnerung habe. Hätte er, wie gesagt, aber trotzdem schaffen können. Gehe ich von aus. Also wenn er früher hier aufs Körb gegangen wäre, ein bisschen, also näher, wäre er durchgekommen. Ist aber auch alles so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette-Ding. Weil er sich dazu entschließt, nach außen zu gehen. Und dann hätte er vielleicht auch den getroffen. Jury entscheidet, causing a collision. 78%. Damit würde ich sogar d'accord gehen. Damit würde ich d'accord gehen. Das würde ich auch nicht einfach so abbuchen als Rennunfall, sondern wirklich als Strafe mit einem Text und einer Anmerkung, dass das Bremsverhalten eines Fahrzeuges ein anderes ist, wenn man Autos vor sich hat. Das ist ein Lap 1, ja. Ich kann es leider nicht einsehen, welche Runde das ist. Die Info fehlt mir leider, welche Runde das ist. Wo sieht man das? Stimmt. Never mind, hab nichts gesagt. Lab 1. Ja, 1000 Stunden ACC-Chat. Erste Runde. Oh, Chat, da müssen wir uns aber noch mal unterhalten, weil Runde 1 ist wild. Wir gehen ins Büro. Hat er einen Massencrash verursacht? Nee. Hat er einen einfachen Unfall verursacht? Jo. Das wird auch, das wird volles Strafmaß ohne Bann. Das wird minus 80 Elo und 0,4 Safety Rating weniger. Einspruch, der Porsche hat eine hässliche Livery. Red X, abgelehnt. Hier geht's doch nicht nach Äußerlichkeiten. Shh, Ruhe. 2 Minuten Strafbank. Gerichtsvollzieher, Strecker, zieh durch. Weg. 2 Minuten auf der Bank. Ruhe. Fuck. Kannst du nicht ausdenken. Dankeschön. So. Schreiben wir mal einen netten Text. Was schreiben wir denn da Nettes? Das Bremsverhalten von Fahrzeugen ist ein anderes, wenn sie vor sich andere Fahrzeuge haben. Beim nächsten Mal bitte etwas darauf achten in der Bremszone. Punkt. Ach, guck mal hier. Causing a collision. Du bist in einer Situation einfach zu spät auf der Bremse. Nächstes Mal eher bremsen oder bereits vom Bremsen und Fuß vom Gas gehen. Oh, guck dir das mal an hier, Chat. Guck dir das mal an. Gerichtsvollzieher Stuhlsen hat schon wieder vorgeschrieben. Guck dir das an, Chat. Das ist mal Mitarbeit hier. Das ist mal Mitarbeit von der Jury. Gut. Send message. Safe. Tschüss. Stuhlsen, der alte Schreber. Streber, nicht Schreber. Der alte Schreber. So, next. Muss ich kurz gucken, ob das hier konform ist. Eieiei, was sehen wir hier? Ja!
Chat. Gut. Ja, wir werden mal ganz kurz da reindiven. Ich lese kurz die Anklageschrift vor. Vielleicht kann der ein oder andere sich das dann schon ausdenken. Ja? Unsafe Rejoin and causing a collision von Punkt, Punkt, Punkt. Er fährt ohne Rücksicht auf den Verkehr. Ich kann das nicht vorlesen, Chat. Ich kann es nicht vorlesen. Ich möchte es nicht teasern. Wir lesen danach die Anklagevorschrift. Die Anklageschrift. Ich möchte es nicht teasern. Wir gehen da jetzt rein und gucken. Entschuldigung, wir gehen hier rein. Auf geht's. What the fuck? Wo? Hä? Wo? Wo denn? Am Anfang des Videos? Oh Mann, ey. Das ist echt ein Pain in the ass. Oh Mann. Können wir das nicht entkräftigen, diese Regel? Boah, die ist wirklich bescheuert, ey. Du kannst, also... Uff. Okay, danke, Chat. Warte, ich guck schnell hier. Oh, ist das ein Pain in the ass? Okay, machen wir so. Oh, easy. So, ich hoffe mal, dass das jetzt geht. Maja, dann könnt ihr aber auch die Bremseingaben nicht mehr sehen. So, drauf geschissen, Chat. Ich mache jetzt hier, ich gehe voller Esserin. Dann seht ihr einfach keine Bremseingaben jetzt. Dann seht ihr einfach keine Bremseingaben. Fertig. So, los geht's. Der Porsche auch einfach draußen auf dem Grün, okay. Also ich möchte kurz mal anmerken, Mozart, geh mal bitte runter. Mozart, geh mal bitte runter. Ich möchte kurz mal anmerken, dass er fast drei Viertel der Strecke nicht mal auf der Bremse steht. Also ich sag euch mal, wann er auf der Bremse steht jetzt, ja? Bremse, keine, 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 Bremse, Bremse, los, Bremse, keine. Ich wiederhole das jetzt nochmal, dass ihr das mal... Wir können es leider nicht zeigen wegen dem Namen. Also. Bremse? Keine? Bremse, keine, Bremse, keine. Es geht nicht darum, sich da über das Verhalten lustig zu machen, sondern jetzt kommt nämlich der Punkt, pass auf, und deswegen sage ich euch das, wenn du nämlich vorher schon auf dem ganzen Weg auf der Bremse stehen würdest, dann könntest du auch schon wieder hier rejoinen. Und dann hättest du nicht den Clusterfuck, dass du da durch musst. Weil wer zum Kuckuck, also wirklich, wer kommt auf die Idee, hier zu rejoinen, wo du sowieso schon in der Kurve drinne bist?
Also für die Menschen da draußen, falls euch das passiert, was überhaupt nicht schlimm ist, was immer mal passieren kann, dann stell den Fuß auf die Bremse, bremst dich runter und zieh dann da wieder rein. Aber nicht hier. Also, das ist ja das Unsafeste, was es überhaupt gibt. Es geht darum, Leuten was mitzugeben, Timo, dass sie was lernen. Hier geht es nicht darum, sich darüber lustig zu machen oder einfach nur strikt nach Schema F Unfälle zu bewerten. Weil das ist nicht Sinn und Zweck, weil dann brauche ich das nicht streamen. Und hier geht es nicht darum, dass irgendwas ins Lächerliche gezogen wird, sondern dass Menschen an diesen Fällen dass Menschen an diesen Fällen Sachen für sich schon lernen, wenn sie selber mal fahren. So. Also steht auf dem Stempel und dann könnt ihr wieder rejoinen. Weil das geht nicht so. Also bringt dir nichts. So, du fährst hier raus. Wenn du dich jetzt hier schon auf den Stempel stellst, kannst du hier locker wieder rejoinen. Also muss ja nicht voll bremsen. Aber er steht hier nicht mal auf der Bremse. So. Und wenn du das hier machen willst, dann guck auf die Streckenkarte. Also für euch auch als Info, weil das ja jetzt das ein oder andere Mal schon passiert ist, man kann sich die Streckenkarte im Overlay anzeigen lassen. Das heißt, wenn man mal von der Strecke kommt, kann man links an der Seite ist die Streckenkarte und dann sieht man, ob da Leute kommen. Und wenn da Leute kommen, kannst du da halt nicht so reinhalten. Das funktioniert halt nicht. Das geht nicht. Ergo, früh auf den Stempel gehen und wenn du abfliegst, musst du halt gucken, ob da jemand kommt. Fertig. So. Nichtsdestotrotz unterhalten wir uns nochmal über die Strafe. Ich bin sehr gespannt, wie ihr da rangehen würdet. Weil da gibt es nämlich unterschiedliche Dinge. Noch größer? Sag mal, wie alt seid ihr denn? Sag mal. Schuldig. Hast du dazu geschrieben, was? 5? Wow. Ja, dann müssen wir irgendwann aus dem Büro raus, Chat, wenn es unlesbar ist. Dann muss ich das Overlay nochmal überarbeiten, Chat. Dann haben wir nächstes Mal leider kein Büro. Dann müssen wir aus dem Büro raus. 4a? Also, ganz ehrlich, absichtliches Verursachen eines Unfalls würde definitiv durchgehen. Weil das offensichtlich aufgrund der nicht vorhandenen Bremseingabe, des Auffahren auf die Strecke, also ohne den Lenkwinkel zu betrachten, dass er quasi so reinfährt, könnte man schon das so auslegen, dass das absichtlich verursacht ist. What the fuck? Natürlich, er steht nicht auf der Bremse und sorgt sich nicht darum, diesen Unfall zu verhindern. Er kümmert sich nicht darum. Er fährt einfach sinnlos auf die Strecke rauf.
Also nochmal, Bremseingabe nicht vorhanden und du fährst, ich meine, jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. Die Kurve geht so und er fährt so auf das Ding drauf. Das ist schon pure Absicht. In meinen Augen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der auch schon mal am Chat stand, da fehlt was dazwischen. Weil, ich sag's euch so, wie es ist, 72 Stunden Ausschluss, 72 Stunden Ausschluss wäre zu hart. Aber 80 Elo und 4 Safety Rating ist zu wenig. Weil rücksichtsloses Zurückkehren auf die Strecke mit Unfallfolge ist hier an der Stelle einfach zu wenig. Aber 72 Stunden ihn dafür rausschmeißen, ist auch nicht cool. Also irgend so ein Mittelding wäre geil. Weil das ist hier so ein, das ist für mich so ein typischer Unfall. Der ist einfach, das ist ein riesiger Hau. Also, es ist unmöglich. Also in eine Kurve so rauffahren und rejoin, das ist für mich nicht rücksichtsloses Zurückkehren, sondern ich habe mein Gehirn einfach gar nicht benutzt. Das ist nicht dasselbe wie in der Schikane. Absolut nicht. Genau, das ist der Punkt, Stan, das Absicht, also für mich ist es trotzdem Absicht, weil an der, also ja und nein. Für mich ist es Absicht, weil er das nicht unterbindet, also weder auf dem Bremspedal unterbindet er das, noch mit seinen Lenkeingaben unterbindet er das. Also deswegen ist das für mich schon rücksichtslos und absichtlich zugleich, aber 72 Stunden und 80 Elo-Punkte sind dafür einfach viel zu hart. Ich persönlich finde aber auch, dass nur 80 Elo und 0,4 Safety Rating auch zu wenig ist. Du unterstellst ihm eine Absicht. Nochmal, es sind keinerlei Bremseingaben dort. Es sind keinerlei Bremseingaben dort, die verhindern würden, dass das passiert. Also nochmal, deswegen habe ich euch das vorhin auch extra mit den Bremseingaben so gesagt. Es sind keinerlei Bremseingaben vorhanden, die das hätten unterbinden können. So, und jetzt können wir uns wieder über das Wort absichtlich streiten und uns gegenseitig die Köpfe einkloppen, was absichtlich ist und was nicht absichtlich ist. Und dann können wir einen Duden rausnehmen und können das auseinanderwuseln. Mir geht es einfach nur darum, ich möchte das in die 72 Stunden einordnen, was mir aber ein bisschen zu hart ist, was mir eindeutig zu hart ist an der Stelle. Aber ich möchte ihm auch nicht nur 80 und 0,4 geben, weil es zu wenig ist. Das ist zu wenig für das, was er da getan hat. So, jetzt können wir sagen, dass das grob fahrlässig ist und wir können uns an Wörtern aufhängen. Also sowohl die eine Seite kann, sowohl die eine Seite kann jetzt mir absichtlich erklären. Dafür brauchen wir keine Abstimmung. Die Entscheidung ist eh schon gefallen, was es ist. Weil wir gehen für das niedrige Strafmaß, weil 72 Stunden ist dafür viel zu doll. Jetzt können wir uns darüber unterhalten. Jetzt kann der eine sagen, was absichtlich für ihn ist, und der andere kann sagen, was absichtlich für den anderen ist. An der Stelle ist das Verhalten, was dort zu sehen ist, grob fucking fahrlässig. Super fahrlässig. Wenn es dir nicht gefällt, Timo, mach aus und geh einfach. Dankeschön. Ja, eben. Aber du kannst auch absichtlich, du kannst das absichtlich sowohl so begründen als auch so. Da sind wir halt wieder so good old Germans.
Der eine kann mir absichtlich halt, wie gesagt, nochmal so erklären, wie er es, der eine kann mir das so erklären, wie du das jetzt gerade machst, dass die Definition von, dass das halt eher vorsätzlich ist als absichtlich. Ich finde, also nochmal, auch absichtlich ist es für mich, I don't give a fuck, ich trete nicht auf die Bremse, sondern ich fahre einfach auf die Kurve drauf zu und mach, was ich will. Und das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Das ist grob fucking fahrlässig. Oder absichtlich. Nimm's, wie du es willst. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Wenn ich jetzt, wenn absichtlich ist und wir fahren die gerade runter und jemand bremst nicht ab und fährt hier hinten rein, ist das Absicht. Natürlich. Aber hier an der Stelle haben wir keinen anderen Spielraum, Interpretationsspielraum, und deswegen versuchst du das ja so in der Stelle einzuordnen. Er kriegt keine 72 Stunden, davon mal abgesehen. Mir geht's einfach nur darum, dass Leute an der Stelle sowas nicht tun. Also steht auf der fucking Bremse und joint nicht so ohne Kurve rein. Also wirklich, nee. Überhaupt nicht. Und das ist jetzt die ganze Quintessenz aus der Geschichte. Also egal, wie aus dein Kopf ist. Also wirklich, egal, wie aus dein Kopf ist. Das sind Basics, die sollten dir niemals passieren. Weil schon alleine nach Adam Riese und Physik ist das, also, geht nicht. Wenn er unerfahren ist, würde ich ihm 4A drücken. Wenn er schon Ahnung hat, dann das Härtere. Kannst du das sehen? Ich kann das einsehen, ja. Also ich kann einsehen, ob das ein erfahrener Fahrer ist, Moment. Aber trotzdem würde ich die Strafe so nicht aussprechen. Ist ein Bronzefahrer. 17 Rennen ist er gefahren. Also ist ein unerfahrener Fahrer. Ich würde es auch einem erfahrenen Fahrer... Ich glaube, ich würde es auch keinem erfahrenen Fahrer so reindrücken. Ich finde 72 Stunden, ehrlich gesagt, ist auch zu hart. Es müsste weniger geben. Es müsste ein Zwischenmaß dafür geben für solche Dinge. Weil wenn er wirklich jetzt, sagen wir mal beispielsweise, er wäre ein erfahrener Fahrer gewesen, dann wüsste er, dass er das nicht machen kann. Also dann wüsste er, dass er das nicht machen kann. Hier ist jetzt Bronze, 17 Starts. Könnte man sagen, okay, da fehlt noch ein bisschen Erfahrung. Schreibt mal einen netten Text dazu, was wir jetzt gleich machen. Damit er da seine Lektion draus zieht. Wenn es ein erfahrener Fahrer wäre, also ich, wenn ich mich bewerten sollte und ich wäre der Fahrer gewesen, hätte ich mir 72 Stunden gegeben. Weil es tut mir leid, mit 60, 70 Starts in der LFM ist das kein Verhalten, was du dulden kannst. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Absolut nicht. Und deswegen habe ich am Anfang auch darüber etwas schmunzeln müssen. Der Link zum Regelwerk, also es gibt hier die Penalties, wartet. Da. 4a auf Bewährung. Es, wie gesagt, es fehlt ein bisschen was dazwischen. So ein richtiger mal auf den Finger hauen. Nicht gleich eine Ohrfeige, aber so mal auf den Finger hauen. Weil 80 Elo ist nicht auf den Finger hauen. Ich persönlich finde 80 Elo, also ich finde 80 Elo nicht hart. Aber ich habe auch ein anderes Maß an Dings. Es gibt nur zu wenig oder zu viel. Ja. Unsafe. Rejoin. Was schreiben wir ihm denn jetzt Nettes noch dazu als erklärenden Text?
nächsten Mal bringe das Auto früher zum Stehen. Punkt. Nee, früher. Habe ich das übersehen? Moment. Warte, Boris. Ich kann das nicht sehen. Also ich kann seine... ich kann das nicht einsehen, Boris. Nee. Bei mir steht, wenn ich auf seine Penalties klicke, dann steht da nichts. Boris, ich kann das nicht einsehen. Mm-mm. Also, der hat keine. Nee, nee. Mm-mm. Habe ich schon geguckt. Geringere Geschwindigkeit nächsten Mal bringe das Auto früher auf eine geringere Geschwindigkeit und rejoine die Strecke achtsamer. Punkt. Schaue in die Spiegel, Opa, Spiegel des Autos beziehungsweise auf die Strecke im HUD und ein Fahrzeug ein Fahrzeug sich nähert. Ich frage mich immer, was Leute, also wirklich jetzt bei dem Fall frage ich mich, was da in deinem Kopf vorgeht. Das Ganze ist nicht zufällig die erste Runde? Nee. Nee, ist die fünfte. Nee. Wie gesagt, 72 Stunden ist auch viel zu hart dafür. Irgendwas dazwischen wäre ganz schön. Ein bisschen mehr Elo. So 200 oder so. Dass das weh tut. 80 Elo tun halt nicht weh. Das ist halt nicht gut. Das ist ein bisschen zu wenig. So, das Ganze nochmal in Englisch schreiben. Unsafe. Rejoin. Brauchen wir das in Englisch? Ja, wissen wir nicht genau. Unsafe rejoin. Punkt. Next one is, please keep in mind to break down. Für grob fahrlässig sollte man sowas wie in 24 Stunden geben. Da ist schon ein wirklicher Lerneffekt zu erreichen, aber keine zu harte Strafe. Ja, so ein Tag wäre schon nicht schlecht. Wie gesagt, ich empfinde, das wäre für mich zu wenig. So. Gucken wir mal kurz hier. Tja, leider könnt ihr das nicht sehen. Wartet mal kurz. Chat. Es ist schon wieder. Seht ihr, links an der Seite könnt ihr das sehen, ne? Also wisst ihr ja, also könnt ihr ja auch, wartet kurz, könnt ihr ja auch sehen,
dass ich nichts einsehen kann. Also Leute mit einem geschulten Auge wissen, dass ich die Position nicht einsehen kann von dem Dings. Und du sollst ja auch am Anfang, wenn das der Fall ist, bitte Tab drücken. Also verstoßen schon wieder gegen die Reporting-Regeln. So, aber wir gucken uns das jetzt mal an. Twitch Prime is not a crime. Oh, okay, jetzt hat er es. Moin sehen, Dicey 7 die Zewige. Okay, jetzt hat er es noch rübergeschoben, alles klar. Keiner hat was gesehen, gut. Okay. Wir konnten also doch alles einsehen, never mind. Oh, das ist auch noch in der ersten Runde. Ich frage mich, warum das reported wird, erstens, aber das bin ich so, okay. Also, ich begründe mal ganz kurz mein Urteil. Also, ich würde das nicht ahnden. Ich würde das nicht ahnden aus folgenden Gründen. Der Audi hat die Kurve verpasst. Fährt langsamer als der Fefe durch die Kurve, was erstmal völlig irrelevant ist, aber er ist auf jeden Fall langsamer. Und hat die Tür aufgelassen. Dementsprechend, also dadurch, dass er die Tür aufgelassen hat, ist der Ferrari natürlich auch noch ein bisschen rübergezogen. Man kann auf der anderen Seite das trotzdem ahnden. Könnte man. Ich persönlich würde es nicht ahnden. Weil erstens mal hat der Audi hier schon die Kurve erstmal komplett zersägt. Also der Audi ist viel, 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 viel zu langsam. Der Fefe hat schon früher gebremst, als er eigentlich sollte und müsste. Hat er schon. Und der Audi ist dann ganz weit außen gefahren. So. Ich würde sagen, es ist ein Rennunfall.
und das nicht ahnen. So. Wie gesagt, Audi fährt super, super weit. Hat Kurve halt auch verpasst. Sieht man auch daran, dass der Audi davor schon sehr viel Abstand hat und auch Abstand gewinnen konnte. Und der Fefe fährt quasi auch die Linie von dem anderen Audi vorne und hat zwar schon früher gebremst, als er eigentlich muss. Und ist dann halt in den Audi rein. Der Fefe hat die Bremse geöffnet, das ist richtig. Das stimmt auch. Wenn wir den Sachverhalt nehmen, hätte der Fefe auch weiter reinbremsen können. Logisch. Ich denke aber, dass in der Situation für mich persönlich, wenn ich das einschätzen sollte, ist es unerwartet, dass der Audi in der Kurve so langsam ist. Dementsprechend würde ich persönlich auf Rennunfall gehen. Es ist die erste Runde, also theoretisch müssten wir, und das wäre jetzt das nächste, theoretisch müssten wir das sogar ahnen, weil das ein Unfall in der ersten Runde ist. Die Tür ist trotzdem sehr offen beim Audi. Davon mal abgesehen ist die Tür offen, weil er nicht mal ansatzweise irgendwie die Linie fährt. Also du siehst auch hier an der Stelle, wie er so rüberfährt. Und dann erst reinfährt. So, und wenn du dir alle anderen anguckst, lässt er halt die Tür offen. Also davon mal abgesehen, passt da ein Auto daneben. Die Tür ist, in meinen Augen, ist sie offen. Und das kann ja auch jeder sehen, wie er jetzt möchte an der Stelle. Für mich ist die Tür offen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Fefe schon früher gebremst hat. Er hat aber auch die Bremse gelöst, das ist auch richtig. Und ist dementsprechend dann hinten reingefahren. Deswegen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, beide haben ihre Fehler gemacht und ich würde es nicht ahnden. Also es wäre für mich ein Rennunfall. So, jetzt kannst du aber trotzdem, und das ist die Sache, die wir jetzt rausfinden müssen, willst du ihm reindrücken, erste Runde Unfall gebaut? Kannst du machen, logischerweise. Also causing a collision. Oder ahnest du es nicht? Und da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Mavix, ich grüße dich. Moinsen, was geht? Sag mal, Mavix, fährst du Samstag eigentlich ein Rennen? Hör mal. So. Und jetzt können wir das ja mal kurz durchgehen. Moment. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, bis ich das Overlay bearbeitet habe. Aber du kannst hier nichts sehen, ne? Das ist scheiße. Ich muss das nächste Woche mal überarbeiten, Chat. So, jetzt gucken wir mal kurz nach, was die Leute gesagt haben. Also, Unfall verursachen in Lab 1. Das wäre mit 80 Elo-Punkte und 0,4 Safety Rating. Dann haben Leute noch gesagt, 3b. Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. Okay. Man könnte auch Moving Under Braking, könnte man, wenn man ganz wild ist, könnte man da auch noch reingehen in die Schose. Ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Verhalten von dem Ferrari nicht mit dem Ferrari von dem Honda aus der Runde davor gleichsetzen möchte. Weil das ist auf keiner, also wirklich auf keiner Ebene ident. Auf keiner. Also ist es jetzt nicht so, als wenn der Ferrari da volle Esse in den Audi reingejietet ist. Also man kann sich darüber streiten, ob man jetzt no further action macht oder
ob man in 3B reingeht. Darüber kann man sich streiten, aber es ist auf jeden Fall nicht 4. Es ist nicht 80 Elo und 0,4 Safety Rating. Auf der Ebene bewegen wir uns nicht. Und was Lombardsäckel sagt, ist auch richtig. Man kann nicht jede Tür oder jede Lücke als Freifahrtschein sehen. Das ist auch, das ist richtig. Das muss man halt trotzdem als Fakt immer noch mit reinnehmen. Ne? Und wenn du die Kurve zu weit kriegst oder die Kurve nicht richtig triffst, musst du halt auch darauf achten, dass du nach dir immer noch Verkehr hast. No further action, Gulaschkanone. Das ist auch richtig, Ralle. Deswegen ist das ja ein großes, Thema. Weil in der Theorie, ne? Also jetzt mal wirklich in der Theorie, weil wir das Ganze ja auch live streamen. Und das ganze Livestream und Menschen sich das angucken können. In der ersten Runde aggressiv fahren ist ja immer gut und schön. Und das ist ja auch alles tippitoppi. Für mich, ich als Fahrer, nicht als Richter, für mich ist das ein Rennunfall. Das ist lapidar, also für mich ist das persönlich lapidar. Da ist nichts Gejietete drinne. Audi hat nicht getroffen, Menschen waren sich nicht einig. Der eine hat die Tür zugeschmissen, hat auf seinen Hintermann nicht geachtet, dies, das, Ananas. Das wäre es für mich. Wenn du jetzt für LFM und das jetzt als Richter das entscheiden müsstest, müsstest du ihm 4B geben. Weil er hat in der ersten Runde einen Unfall verursacht. Und zwar mit voller Härte. Müsstest du ihm 4B geben. Jetzt denken wir aber mal an den Fall davor. Derjenige davor hat 4A gekriegt. So. Und wenn wir jetzt diese beiden Fälle miteinander wieder auf eine Stufe setzen, ist das ganz schön crazy. Weil der Honda war schon ziemlich wild. Das hier war... ich mag den Fefe nicht, du. Mir ist das scheißegal. Mir geht es einfach um die Situation, wie ich diese Situation bewerte und einsehe. Das Ding ist halt, ich sehe das nicht halt einfach so, ja, okay, der Audi war auf seiner Linie, dies, das, Ananas, sondern der Audi steht auf der Bremse, zieht super weit raus und lässt halt links, fährt halt sehr, sehr weit. So. Und dementsprechend ist der Ferrari ihm halt hinten raufgefahren. Das kann meinetwegen ein Bentley sein, ist mir scheißegal, spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle an der Stelle. So. Und das ist hier eine Problematik. Welche Linie soll der Fefe denn neben dem Audi haben, wenn er ihm hinten auf die Ecke fährt? Fry, nochmal, also Rennsport ist immer ein Teamsport. Und das heißt nicht, dass du fahren kannst, wie du willst. So, wenn du schon auf dem Pinsel stehst und du kriegst die Kurve nicht vernünftig, dann kannst du nicht einfach davon ausgehen, dass du, wenn du ein bisschen weiter nach außen kommst, dass du einfach wieder rüberfährst. Das geht nicht, weil du hast hinter dir auch Verkehr. Und der Ferrari muss da darauf natürlich reagieren und ich will ihn da nicht in Schutz nehmen. Absolut nicht. Der Fehler geht auch vom Ferrari aus. Aber hier haben beide an dieser Stelle etwas nicht richtig gemacht.
So. Und deswegen ist an der Stelle, scheiß mal drauf, ob das jetzt ein Ferrari ist oder was auch immer das ist, ist es halt ein Unfall in Lap 1, ja. Aber es ist trotzdem ein Fehler von beiden. Weil nochmal, der Audi steht auf dem Pinsel, kriecht durch die Kurve, der vorige Audi zieht schon weg. Er nimmt die Kurve anders, als man sie normal nimmt. Und der Fefe fährt die Kurve normal, hat aber auch Release, logischerweise die Bremse, und ist ihm hinten reingefahren. Also geht der Fehler von beiden aus. So. In der Theorie, und das wird auch das Endergebnis sein dieses Gespräches, wird der 4B kriegen. Der kriegt 4B, weil er einen Unfall in der ersten Runde gemacht hat. So. Aber ich möchte einfach nur, dass Menschen beginnen zu verstehen, dass nur weil dich mal einer getroffen hat, nicht immer alles nur verdammte Fick-Scheiße ist und dass wir immer alles reporten müssen. Weil wenn du dir das anguckst, musst du halt auch jetzt als musst du dir halt auch als anderer Fahrer im Klaren sein, dass du halt dich auch nicht wie die Axt im Walde verhalten kannst. Und dass solche Dinge einfach auch mal beim Rennsport passieren. Aber das hier ist auf jeden Fall nicht No Further Actions und ein Rennunfall. Ich schaue seit 30 Jahren Rennsport und war auch schon bei vielen Rennen live und als Marshall. Und im Rennsport zählt man immer, wer drauf fährt, ist schuld. Nee, ist eine Lüge. Ist eine fucking Lüge, Frei. Kann ich dir ein Beispiel geben? Wir haben letztens eine Porsche-Dokumentation gesehen und da ist der Porsche, den wir zugeguckt haben, von Michael Fassbender in ein Fahrzeug reingefahren und hat den rausgeschoben und hat keine Strafe dafür gekriegt, weil das Auto davor zum Beispiel nicht die passenden Reifen, wahrscheinlich, wissen wir auch nicht so genau, weil er die nicht die passenden Regenreifen hatte und dementsprechend nicht vernünftig fahren kann. Der Hintere hat ihn rausgeschossen und hat definitiv keine Strafe dafür gekriegt. Das ist Quatsch. Und der Fehler nochmal, den ich persönlich meine, vom Audi, und hier geht's, wie gesagt, es geht nicht um die Strafe, es geht nur um das Verständnis für euch, wie ich zum Beispiel Situationen einschätze. Wenn wir jetzt hier reingehen, und uns das nochmal ansehen. Hier siehst du danke offensichtlich. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Also hier, achtet Sinne mal auf den Audi. Jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Peace, Schubidubi. Mahlzeit. So, der Audi tritt voll in den Stempel, fährt super weit nach außen, kriegt das Auto nicht rum und zieht halt einfach rein. So. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das ist halt aber auch rücksichtslos zu den Leuten, die hinter dir fahren. So. Und es geht hier nicht um Fehler, sondern um das Fahrverhalten des Audis. So, weil der Audi fährt super, super weit, geht von der Linie runter und der Fefe fährt halt mehr oder weniger die normale, release die Bremse und ist ihm reingefahren. Der Audi hätte aber auch genauso gut noch ein Stück nach drüben fahren können. Weil die Geschwindigkeit hat er dazu gehabt. So, am Ende des Tages wäre das nächste gewesen, hätte der Ferrari das gemacht, wären alle hinten die ganze Zeit, also wäre so oder so, wäre irgendeiner draufgefahren. So. Das ist auch kein Late Apex. Bei dem Audi ist es ganz einfach der Fall, dass der Audi auch schon zu spät auf dem Pinsel steht, viel zu spät, und dem anderen nicht reinfahren wollte und dementsprechend nach außen getrieben wurde, weil er das verhindern wollte, dass er ihm rauffährt, was er geschafft hat, und ist dann aber auf der Außenlinie und fährt dann einfach wieder rein. So. Und das ist das, was ich sage, oder also das gilt nicht, sondern das ist das, was ich in dieser Situation sehe. Man hätte das vermeiden können, und da gebe ich euch auf jeden Fall auch recht, dass man das vermeiden kann. Und ich will auch niemanden in Schutz nehmen, sondern euch nur meine Sicht geben. Die Strafe wird so oder so ausgesprochen. Mir geht es nur darum, dass wir uns darüber ein bisschen unterhalten. Weil dazu gibt es nämlich unterschiedliche Ansichten. Der eine sagt, der hat einen Fehler gemacht, der andere sagt, der hat den Fehler gemacht. Für mich als Nils, als Fahrer, nicht als Judge, wäre das ein Rennunfall. Auch ob Runde 1 oder nicht. Weil ich sehe hier an keiner Stelle irgendwo einen Vorsatz, sondern
Audi will da nicht rauffahren, tritt voll in Stempel, fährt rechts rüber, kriegt die Kurve anders, als man normalerweise in Anführungsstrichen fährt. Und Ferrari steht auf der Bremse und released zu früh. So, und dann kommt das zustande. Der Ferrari hat den Audi immer gut gesehen, ja. Also das könnte man auch nochmal gucken. Ich weiß nicht, ob wir die... Ja, warte hier. Ja. Also der hat ihn gut gesehen. Der Ferrari hat sich auch einfach auf der Bremse verschätzt. Weil, also der Ferrari ist schon so zu langsam für die Kurve, weil der Audi ist schon super langsam, weil er dämlich hinten rauffahren wollte. Und der Ferrari hat das halt falsch eingeschätzt, wie er da rausfährt. So, und das kannst du nachher auch noch mit... Es gibt so viele Für und Wider für viele Dinge, die du hier entscheiden kannst. Und das ist auch nicht eindeutig. Für mich ist es nicht eindeutig, wer jetzt hier einen auf den Deckel kriegt. Also, an dem Punkt wäre ich, also nochmal als Fahrer, nicht als Judge, wo ich sagen würde, no further action. Also, ich würde sagen, Rennunfall. Also, auch wenn es Runde 1 ist. Als Judge gibt es natürlich Rennunfall, Runde 1, feuerfrei. Für mich, Itzi, also nochmal, wenn ich das von außen angucke, als ambitionierter Barcelona-Fahrer oder als ambitionierter Fahrer ist für mich die Tür hier schon ziemlich weit offen, weil das ist schon sehr, sehr weit raus. Ändert aber auch nichts, weil Tür offen hin oder her steht er nicht daneben. Und das ist auch nicht seine Ambition, dass er da überholen will. Also Tür offen passt an der Stelle argumentativ nicht rein. Kannst du eigentlich rausnehmen. Also es passt nicht in dieses Gespräch rein. Die Tür ist fucking offen. Die Tür ist offen as fuck. Die Tür ist so offen, offener geht sie nicht. Weil der so weit außen fährt, tut ja nichts zur Sache, weil es kein Überholmanöver ist. Die Tür ist trotzdem offen. Ich wäre da reingegangen. Also ich wäre da reingegangen. Für mich ist das offen, ganz weit. Für ein Moped, da passt dicker ein Auto daneben. Dicke. Du hättest ihn komplett weggejedet. Nee. Wäre ich nicht auf der Bremse, wäre ich rumgegangen. Also ich wäre auf der Bremse, wäre ich rumgegangen und reingegangen. Aber in der Theorie ist es sowieso immer einfacher als beim Fahren. Es gibt ja gar keinen Überholvorgang. Gibt's ja nicht. Deswegen ist es auch irrelevant, ob die Tür auf ist oder zu. Also das spielt ja für das Urteil nachher keine große Rolle. Per se. Dass er sehr langsam unterwegs ist, ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Also fernab von der Entscheidung, die wir getroffen haben. Die Ansicht von hinter dem Ferrari können wir leider nicht sehen. Also das finde ich persönlich, für mich jetzt ist es eine schwierige Entscheidung. Als Dizzy. Als Judge kriegt er natürlich, warte kurz... Minus 80 Elo-Punkte und ein SR-Rating von minus 0,4. Bei der Kurve zu überholen ist puh, aber so spät.
Ich denke, es war kein Überholvorgang. Also ich glaube, also ich denke wirklich, dass der Ferrari sich verschätzt hat, wie schnell der Audi ist und ist ihm dann hinten drauf gefahren. Fertig. Weil der Audi fährt keine, in Anführungsstrichen, normale Geschwindigkeit für diese Kurve, weil er dem anderen Audi nicht reinfahren wollte. Dementsprechend war der Audi zu langsam und dementsprechend hat der Ferrari das falsch eingeschätzt und ist ihm dann draufgefahren, hat ihn rausgedreht. So. Nichtsdestotrotz ist die Strafe klar, minus 80 Elo, SR 0,4, weil erste Runde Unfall, fertig. Jetzt ist die Frage, wie man das begründet. Kannst ja nur sagen, musst du auf der Bremse bleiben und auf deine umgehenden Mitmenschen oder Verkehrsteilnehmer achten. Ja, Fehler sind menschlich auf jeden Fall. Und wäre es nicht die erste Runde, würde ich ihm weniger bis gar nichts geben, ehrlich gesagt. Aber das ist auch immer, du, das Ding ist halt, ganz ehrlich, ich merke das jetzt auch gerade, dass jeder eine andere Ansicht dazu hat. Es gibt bestimmt Leute, die super schnell für sich entschieden haben, was das ist. Und ich persönlich, wenn ich alle Faktoren in sowas mit reinziehe, würde ich mich immer dazu entscheiden, keine Entscheidung zu treffen. Und da kommt wieder the good old German durch. Da brauchst du halt irgendwas vor, also was vernünftig geschrieben ist, wo du das halt einordnen kannst. Und das ist so ein Ding, das für mich jetzt, ich, ne, Dizzy, nicht Judge, für mich ist das super schwierig einzuschätzen. Weil ich gebe ihm jetzt gerade genau dieselbe Strafe wie dem Honda, den wir da vorgesehen haben. Und der Honda war halt wirklich fucking wild. Das war wirklich wild. Und nur weil das jetzt in der ersten Runde passiert ist, kriegst du halt einen richtigen Batzen drin gebraten. Also einen Batzen. Aber man kann mal kurz gucken, wie der Ferrari-Fahrer, wie viele Rennen der schon gefahren hat. Der ist 11 Runden gefahren. Also 11 Rennen ist der gefahren. Und hat eine 1500er Elo. Der hat einen Win eingefahren und zwei Top Tens. Also ist wahrscheinlich auch noch, hat noch keine Penalties gekriegt. Safety Rating ist so lala. Das geht immer hoch und runter. Also erst hoch, dann runter, hoch, runter. So, aber trotzdem müssen wir das Ganze noch begründen. Das ist sogar, ach, den kenne ich ja sogar, derjenige, der reportet hat. Den kenne ich ja sogar. Das können wir, glaube ich, auch gleich in komplett Englisch machen, weil derjenige, der reportet wurde, der ist nicht good old German. Das heißt, wir können, glaube ich, auch nur, Boris, würde das gehen, wenn wir dem nur, also wenn er Englisch spricht, dass wir ihm nur Englisch schicken? Psst, Tropschka, du hast nichts gesagt, Alter. Wir dürfen keine Namen droppen. Psst, Ruhe. 2 Jahre auf Bewährung. Nee. Wie gesagt, dadurch, dass das in der ersten Runde passiert ist, ist das halt also er kriegt jetzt, also Chat nochmal für euch, er kriegt jetzt 4B. Causing a collision in Runde 1. Sie benötigen Updates. Du hältst mal dein Schnauze. Was haben wir denn jetzt noch?
Okay, Anklageschrift ist nothing to say. Ich muss kurz gucken, ob wir das gucken dürfen. Kann man sich auch angucken, werden wir auch viel drüber sprechen, sage ich euch jetzt schon, werden wir auch lange drüber reden. Ich würde auch sagen, das ist für heute dann der letzte Fall. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir solche guten Fälle auch kriegen heute. Okay, theoretisch müsste alles abgedeckt sein, hoffe ich. Wir gehen da mal kurz rein. Ich lasse das jetzt mal ohne irgendwelchen Kommentar, lasse ich das einfach mal laufen. So, wir gucken das nochmal. So, also der Porsche bremst, okay? Also der Porsche bremst. Nee, der Porsche ist nicht zu schnell. Nee. Der Aston ist ins Kies gefahren, hat die Linie nicht richtig gekriegt und war dann langsamer. Der Porsche bremst übrigens. Also man hört auch, dass er auf der Bremse steht, ja? Also wir sammeln mal kurz Fakten zusammen. Also der Porsche versucht hinter dem Aston zu bremsen, schafft aber nicht. Schafft er aber nicht, weil er durchzieht. Ne? Übrigens, die Begründung ist nothing to say und dann ein sad face dahinter. Das ist die Begründung und die Anklageschrift, by the way. So. So, man muss jetzt dazu sagen, also nochmal, man muss dazu sagen, dass währenddessen der Aston hier rauffährt, hier hinfährt, hat er eine Bremseingabe. Zwei Bremseingaben. Also er bremst sowohl einmal hier, als auch, als er auf dem Kies ist, bremst er nochmal. Also er tippt zweimal auf die Bremse drauf. Der Aston fährt sich im Grün. Das könnt ihr jetzt sehen. Der fährt jetzt rüber. Da hängt er im Grün. Tippt zweimal rein, dass er das Auto wieder fängt. So, der Porsche hat gebremst. Also kann man auch hören. Ich kann es leider nicht sehen. Da jetzt steht auf der Bremse und schießt ihn weg. So. Na? Jetzt bin ich mal gespannt. Also der Porsche ist der Angeklagte. Der Porsche wird angeklagt vom Aston. Okay, also der Aston Martin klagt den Porsche an,
Mit der Beschreibung übrigens Nothing to say, sad face dahinter. Erste Runde können wir leider nicht einsehen. Oder? Nee, wir sehen doch hier. Ja, es ist auch noch die erste Runde. Es ist die erste Runde. Natürlich. Es ist natürlich wieder die erste Runde, Chat. Es ist die erste Runde. Nee, kann ich leider nicht machen, weil ich darf euch leider die Namen nicht zeigen. Bipa, und das ist nicht so einfach mit dem Umhergeschiebe. Ich muss, leider Gottes ist das aufgrund von Datenschutz und wir wollen die Namen nicht zeigen von den Leuten. Ist es nicht ganz so einfach, Bipa. Deswegen versuche ich das immer mit dem Mund zu erklären. Also gerade, wo es die Eingaben sind. Ich versuche da mir noch ein bisschen was zu überlegen, dass das die nächsten Male noch besser wird. Mir ist gestern Abend nur leider noch nichts eingefallen dazu. Weil das Ding ist halt, jeder hat sein Overlay immer irgendwo anders und ich kann jetzt nicht irgendwie einen schwarzen Balken, also ich hatte erst einen schwarzen Balken und dann nachher war dieser schwarze Balken eigentlich völlig useless. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt mein Problem an der ganzen Sache. Also der Porsche fährt in die Kurve optimal rein. Er schaltet einen Gang runter und er steht auch auf der Bremse. Aber jetzt ist die Frage, wie würde ein Porsche normalerweise durch die Kurve fahren? Bremst der Porsche, also zieht er kurz, dass der Wagen sich reinzieht und schaltet er runter? Das weiß ich zum Beispiel nicht. Als Richter jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ein Porsche normalerweise durch die Kurve fährt. Weil wenn ich könnte jetzt sagen, okay, pass auf, er hat alle Gegenmaßnahmen versucht einzuleiten, indem er runtergeschaltet hat, gelupft hat, also er hat kein Gas gegeben und auf der Bremse gestanden hat. Das ist bei der Bewertung egal. Nee, es ist nicht. Es ist nicht egal, weil wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt wüsste, wie der durchfährt, dann wüsste ich, der hat ihn weggejietet. Und der hat nicht darauf geachtet, dass derjenige da einen Unfall hat. Weil wie du wirklich sehen kannst, verliert er nicht wirklich viel an Geschwindigkeit. So, und er tippt nur kurz auf die Bremse. Das könnte halt auch einfach nur ein Tippen sein, dass das Auto sich rumzieht. So, und an der Stelle ist es jetzt, also könntest du auch sagen, dass es 4B ist. So, auf der anderen Seite, und genau deswegen ist der Fall wieder so schwierig, auf der anderen Seite hat der Aston Martin das Gras getroffen, hat zweimal vor der Kurve angebremst und ist da übelst langsam reingerollt. So, und jetzt hier auch wieder an der Stelle ist das super kompliziert, zu entscheiden, was das wirklich ist. Ich würde auch sagen, no further action, Rennunfall. Es gibt aber auch wieder hier genug, ich will nicht sagen Argumente, aber genug Sichtweisen
die auch wieder anderes plädieren lassen könnten. Für mich ist es no further action. Ja, genau, Stan. Und deswegen, und das, was Stan jetzt gerade schreibt, juckt es nicht, was der Kerl davor macht, fährst du dem hinten rein, ohne aktiv etwas dagegen zu machen, hast du erstmal Schuld. Und deswegen habe ich ja gerade gesagt, ist es wichtig zu wissen, wie der Porsche da durchfährt. Wenn der Porsche jetzt beispielsweise, runterschaltet und wirklich bremst und so durch die Kurve fährt, dann hat er in diesem Fall jetzt gerade nichts aktiv dagegen getan, den ersten Unfall zu vermeiden. So. Und das ist eben das, was ich gesagt habe. Wenn ich das wüsste, könnte ich sagen, nee. Nö, der hat jetzt nichts Aktives dagegen getan. Der ist einfach stur auf seiner Linie geblieben. Kann der Porsche da noch bremsen und den Unfall vermeiden? Na, was hätte der Porsche machen können? So, der Porsche fährt da rein. So, der Porsche fährt da rein, der ist voller Esse am Laufen und hier fängt er an zu bremsen. Also hier hat er ein Viertel die Bremse getreten. Wirklich nicht viel. Wartet kurz. Das müssen wir für den Fall, wir müssen rumbauen. So. Wir müssen bauen und wir machen das jetzt einfach. Wir gehen das jetzt an. So, hier. Und jetzt nochmal, und das ist nämlich das Problem, was ich bei der Dings habe. So, du fährst jetzt rein. Jetzt steht er auf der Bremse, könnt ihr ja sehen. Reicht nicht, schiebt ihn raus und fährt weiter. Also wirklich viel gebremst hat er nicht. Er hat nicht viel gebremst. So. Und das ist eben das, was ich meine. Also vielleicht müssen wir uns nächstes Mal wirklich die Mühe machen, da müsst ihr mich darauf hinweisen, dass wir es rumschieben bei solchen speziellen Fällen. So, aber jetzt hast du halt hier, der fährt falsch. Da könnt ihr ja auch die Bremsung sehen, ne? Also die Bremseingaben bei ihm. Also einmal, nochmal. Und er fährt ihm, jedet ihm halt rein. Ruhe im Gerichtssaal! So, weil hier... Nochmal. Der Porsche macht nichts aktiv dagegen. Sind wir uns da einig, dass der Porsche nichts aktiv dagegen tut? Weil das bisschen rauf tippi-tippi machen, da ist nichts aktiv dagegen tun. So, und das ist halt wieder so ein Fall. Das ist wieder so ein Fall, der ist einfach total cool. Was machst du jetzt? Also willst du jetzt im Zweifel für den Angeklagten, drückst du ihm jetzt einen rein? Weil du müsstest ihm, es ist Runde 1, by the way. Es ist Runde 1. Wir müssten ihm schon wieder minus 80 reinzimmern und 0,4. Also es ist nochmal Dings hier. Wartet mal kurz, ich guck mal, ob der auffällig ist, der Porsche-Fahrer an der Stelle. Vielleicht hilft uns das ja. Der hat 14 Rennen, 14 Starts, noch nicht eine einzige Strafe und ist auch Bronzefahrer. Noch nie eine Strafe gekriegt.
Das hat keine Relevanz, welches Rating er hat. Das ist einfach so ein Attribut, was dir instant in die Augen springt. Mehr nicht. Also, das hat für mich keine Wertung. Es ist einfach nur ein Attribut, was dir... Du siehst halt diesen Balken, der ist entweder Bronze, Silber oder irgendwas und das springt dir sofort ins Auge. Also da geht es nicht darum, dass das von Relevanz ist. Nee, das fließt nicht in die Wertung ein. Nein, absolut nicht. Das, wie gesagt, das kommt mir ins Auge, du siehst das, Bronze, oh, und dann sagst du das halt einfach. Streamer-Ding, so, das ist genauso, ist oberflächlich. Können wir für die nächsten Male weglassen. Tut nichts zur Sache. Welches? Das Einzige, was halt was zur Sache tut, ist, wie viele Rennen bist du gefahren und hast du mal Penalties gekriegt. So, also ich sage, no further action. Ich sage, no further action. Keine Strafe. Auch wenn es Runde 1 ist. Würde ich so entscheiden. Weil die Intention ist mit dem Bremsen, da ich nicht weiß, wie man einen Porsche fährt, ist für mich mit dem Bremsvorgang, den der Porsche dort einleitet, ist für mich zu sehen, dass er es verhindern möchte. No further action. Punkt. Dann machen wir no further action. Dann ist die Jury sich einig und ich bin mir auch einig. Müssen wir bei No Further Action irgendwas noch dazu schreiben? Nee, oder? Ich finde die Anklageschrift auch schon dreist. Ja, Nothing to Say finde ich auch schon ein bisschen scheiße von dem Aston Driver. Muss ich auch sagen, ist nicht geil. Twitch Prime is not a crime. Finde ich nicht gut. Also die Leute geben sich nicht wirklich Mühe, den Sachverhalt zu beschreiben. Also ich glaube, wir haben jetzt bis jetzt einen einzigen gehabt, der sich, und das war, wir haben einen einzigen gehabt, der sich heute Mühe gegeben hat. Wobei das keine Rolle spielen sollte. Doch, es spielt schon eine Rolle, dass die Leute dir bitte den Sachverhalt erklären. Also, pass auf, wenn jetzt beispielsweise der, sagen wir mal, der Essen hätte jetzt geschrieben, hey, mir ist der Porsche hinten reingefahren, ich habe die Kontrolle verloren und ich habe das Gefühl, dass er nicht versucht hat, diesen Crash zu avoiden, dann würde mir das zeigen, dass derjenige sich mit der Situation zumindest mal auseinandergesetzt hat. Und er würde mich abholen und ich könnte zumindest schauen, was er gemeint hat. Und hier ist das Problem, dass wenn Leute zum Beispiel Ego-Perspektive, der Report war übrigens auch, warte mal, müssen wir nicht aus der Cockpit und den Lenkeingaben, das müssen wir doch auch haben, oder nicht? Das heißt, der Report war schon bescheuert. Lenkeingaben sollten eine Rolle spielen, außer ist die Situation neben der Außenansicht zusätzlich aus der Cockpit-Perspektive mit sichtbarem Lenkrad zu zeigen. Also war sowieso der Report schon Bullshit, weil laut dem Regelwerk ist sogar der Report falsch gewesen, weil wir nur Außenansicht gekriegt haben. Also wäre das auch schon wieder irrelevant gewesen, weil Verstoß gegen Guidelines von Dings hier. Lomba sage, ich kümmere mich darum, dass wir das mit den Gesetzestexten nochmal vernünftig hinkriegen. Das ist heute erstmal die erste Sitzung gewesen. Das muss sich ja auch weiterentwickeln. Ne? Wir können ja nicht perfekt starten. Lenkangabe sieht man im Overlay. Nochmals, hier steht explizit, steht so geschrieben, dass die Cockpit-Perspektive mit sichtbarem Lenkrad zu zeigen ist. Also wenn man schon jemandem absichtliches Verhalten unterstellt, muss das halt da sein. Und das ist ja,
absichtliches Verhalten wird ja dementsprechend irgendwie irgendwem unterstellt. Das ist ja, können wir uns ja nicht aus dem Arsch leiern, weil hat ja keiner was dahingeschrieben. Also gehe ich davon aus, er möchte mir damit sagen, der Porsche hat absichtlich nicht gebremst, hat ihn weggejietet und fertig ist. Und da sind wir wieder bei den Wörtern absichtlich, dies, das, Ananas, da kannst du dich wieder tot diskutieren. Also mach bitte einfach in Perspektive mit dazu. Ist einfach netter, auch für denjenigen, der das judgen muss, weil der mehrere Perspektiven hat, dein Lenkrad sehen kann und alles andere, was aus diesem Fahrzeug ist, ob irgendjemand irgendwie von der Seite reinkommt, Übersicht halt. Bitte noch ein Case, es ist 17:36. Ich wollte jetzt nicht noch ein Case ballern. Ich wollte jetzt nicht noch einen Case donnern. Noch ein? Okay, noch ein. Dann los. Was haben wir denn hier? Oh. Ich bin in Turn 4 ins Rutschen gekommen und habe ihn berührt, aber in Turn 5 von dem Fefe war auch einfach unnötig. Okay, das sollte passen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine Menge Spaß dran, das mit euch so zu besprechen, ne? Also, ich glaube, wir kennen den Reporter schon. Ich glaube, der Reporter selber kennt seinen Report schon. Okay, gucken wir mal. Das sind wieder die beiden, den einen Fall, den wir gerade schon so lange... Okay. Yeet. War so offensichtlich. Das wird auch, mal gucken. Es war zu erwarten. Aber man muss dazu sagen, dass der Audi-Fahrer Einsicht gezeigt hat, by the way. Also in der Anklageschrift. Boah, Alter, was sind das für Ansichten hier aus dem Audi? Ich wollte gerade sagen. Okay, das geht vom Audi aus. Okay, also die Außenansicht hat es für mich gerettet. Weil, pass auf, am Anfang, wenn du im Dings drin sitzt, also du kannst, wenn du in den Autos drin sitzt, weißt du nicht genau, ob wer gleich auf ist. Ne? Am Anfang fühlt es sich so an, als wenn die ähnlich offen sind, aber der Fefe war so weit zurück, ich glaube, der hat einfach reingejietet. Also für mich ist das wirklich einfach reinjieten. Also, der ist ja so weit ab vom Schlag, dass es einfach reingeht. Der wäre auch nicht zum Stehen gekommen. Der wäre im Leben wär nicht zum Stehen gekommen. Gucken wir mal kurz bei die Bremse. Nee, im Leben nicht. Das ist auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, das grenzt schon so ein bisschen an Absicht, aber das würde ich ihm in dem Fall nicht unterstellen, aus folgenden Gründen. Weil er hier rausgekommen ist und dann sich wieder sammeln musste wahrscheinlich. Also ich würde, also Strafe auf jeden Fall, Causing Collision, definitiv. Ob ich Absicht unterstellen würde, weiß ich nicht genau. Das weiß ich nicht genau, aber ahnden auf jeden Fall. Weil cool, das ist nicht cool.
Übrigens nochmal, der Audi-Fahrer, muss man dazu sagen, aus der Anklageschrift, hat auch extra geschrieben, dass das nicht cool war von ihm selber in dieser Kurve. Also auch einsichtiges Verhalten vom Audi, by the way, nur mal so. So hätte ich dann gerne auch mal dann vielleicht einen Text geschrieben, gelesen von Leuten. Boah, ja, also, das ist, ich glaube, die haben sich sehr lieb gehabt in diesem Rennen. Ich glaube, die haben sich sehr lieb gehabt. Sag mal, lenkt der Fahrer hier nach außen? Das ist ein guter Einwand, das können wir kurz mal kontrollieren. Nee. Nee, macht er nicht. Also ja, er lenkt nochmal nach außen, aber ich denke, das ist einfach eine Reaktion, um das Auto zu fangen. Ja, das ist die Reaktion, weil das Auto weil das Auto so rumgeht und er das wieder zurückfangen würde, wollen würde. Also, nee. Gut, dann gehen wir mal kurz in den Fragenkatalog, wollte ich gerade sagen, in den Strafenkatalog. Wir brauchen den Strafenkatalog irgendwann mal als PDF in schön. Gehen wir mal ins Büro. Ist jetzt die Frage. Also in der Theorie, Chat, hat der Fefe heute schon eine Strafe gekriegt. Also in der Theorie habe ich ihm heute schon einen reingezimmert. Und das ist beides in einem Rennen. Aus welchem Grund? Er ist dem Audi hinten reingefahren. Das war das Audi-Ding, was wir davor so lange diskutiert haben. Das war das Ding, was wir davor diskutiert haben, sehr, sehr lange. Und das hier ist dieselbe Paarung. Das sind die beiden selben Fahrzeuge mit denselben Fahrern. Und dasselbe Rennen sogar auch noch. Ich weiß nicht, Romschka, woher du das weißt, aber schön, dass du das weißt. Ich muss kurz, Chat, ich muss noch mal kurz aus dem Büro in den Saal. Ich muss kurz was gucken. Das. Chat, das kriege ich nicht hin. Das geht nicht. Das Ding ist halt, so gern ich das wollen würde und so gern wir auch alle immer super harte Entscheidungen treffen wollen würden, aber ich finde 72 Stunden finde ich schon ein bisschen doll. 72 Stunden finde ich ein bisschen heavy. Ich würde gerne milde, also ich würde da gerne, weil ist noch ein Anfänger, das kommt noch dazu. B ist dasselbe Rennen. Auch wenn er Wiederholungstäter ist, würde ich ihm nicht 5A geben.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das rücksichtslose, also Verursachen von Unfällen in Lab 1 wäre es auch nicht. Rücksichtsloses Zurückkehren auf die Strecke mit Unfallfolge könnte man eventuell nehmen, weil er rausgekommen ist aus der Strecke. Könnte man, wenn man ziemlich hart reinzimmern wollen würde. Aber ich persönlich würde für 3b gehen. Aber auch nur aus dem Aspekt, weil derjenige, glaube ich, vermutlich noch relativ frisch ist. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass da noch Lärmpotenzial drin ist. Also ich würde ihm 3b geben. Unfälle jeglicher Art, welche eine Beeinträchtigung des betroffenen Fahrers zur Folge haben. 3b. Also 60 Elo und 0,3 Safety Rating. Und damit ist er auch richtig hart gestraft, weil der hat heute dann 140 Elo und fast einen Punkt Safety Rating abgezogen gekriegt. Und der befindet sich jetzt eigentlich im Grunde genommen in der Elo-Hölle. Der befindet sich jetzt in der Elo-Hölle. Also der fährt jetzt mit den richtigen Rookies dann. Weil sein Safety-Rating ist sehr weit unten. Gut, Chat, dann gehen wir rein. Und da können wir machen, Causing Collision, du bist in einer Situation einfach zu spät auf der Bremse. Das würde nämlich passen. So, ist raus. So, Chat. Damit würde ich aber heute Judge Dizzy schließen. Damit würde ich das für heute schließen, an der Stelle. Damit wir noch ein bisschen fortfahren können. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also mir persönlich muss ich ganz ehrlich zugeben, mir hat das heute sehr, sehr viel auch selber gebracht und Spaß gemacht. Ich werde mich heute nochmal mit Boris auseinandersetzen, also mit den Leuten von LFM, ob das genauso in der Form für sie okay ist, weil das ist ja heute das erste Mal. Wenn das für die Leute okay ist, würde ich das jeden Dienstag machen, Chat. Also Judge Dizzy nächste Woche aber dann ordentlich mit Perücke und dies, das, Ananas. Und dann gucke ich mal, dass ich noch, also wenn ihr Optimierungsvorschläge habt, könnt ihr mir die auch gerne geben, dass das für euch auch ein besseres Ding wird. Ich würde das, wie gesagt, jeden Dienstag würde ich das jetzt einführen. Jeden Dienstag zur selben Zeit, 15 Uhr, außer es kommt irgendwas dazwischen. Ne? Aber so Dienstag, 15 Uhr, Judge Dizzy. Mit Chefgericht Chat.